Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Und ich habe es auch schon in einem meiner letzten Videos angekündigt. Wir werden ein Video heute sehen über den guten Gerard Moreno Balagueró. Ja, was gibt's über den zu sagen? Schauen wir uns die Karte ein bisschen an. 1,80 ist er groß, Hochmittelarbeitsrate, sein starker Fuß ist links. Er ist aber ein rechter Mittelfeldspieler. Also ein Rechtsaußen, Spezialbewegung 3 Sterne, schwachen Fuß 4 Sterne. Gekauft habe den für 83.000, der ist auch nach wie vor ungefähr auf dem Wert, also so um die 80.000 herum. Ich habe den jetzt schon über eine Woche bei mir im Verein, habe mit dem auch schon 27 Spiele gemacht, wie ihr seht, also kann schon einiges über den sagen. Dementsprechend wird das Video wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen, maximal 2 Games mit ihm machen werden. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Seine Werte. Ich habe ihm Engine gegeben, meiner Meinung nach der beste Campstyle für ihn. Er hat 90 Antritt, wird auf 95 gepusht, Sprintgeschwindigkeit hat er 93, wird auf 98 gepusht. Der Schuss ist super, 95 Stellungsspiel, 95 Abschluss, 95 Schusskraft, 92 Fernschüsse, 96 Volleys, 89 Elfmeter, also in der Kategorie, kann man vielleicht nur den Elfmeter ein bisschen bemängeln, aber ist auch sehr, sehr okay mit 89. Passspiel hat er Übersicht 80, pushen wir mal 85, Flanken pushen wir mal auf 84, die Freistoßpräzision pushen wir mal auch auf 82 von 72. Der kurze Pass ist überragend mit 97, geht auf 99 hoch und der lange Pass geht auch noch einmal auf 82 hoch von 72 und er hat FE 91. Beim Dribbling hat er 85 als Standardwert, pushen wir auf 90, die Balance pushen wir auf 89, die Reaktion pushen wir auf 98 von 93. Ballkontrolle geht auf 99 hoch, Dribbling geht auf 99 hoch und Ruhe hat er 85. Das ist vielleicht in diesen offensiven Kategorien die Ruhe, ja, mit 85 wäre natürlich nicht, wenn es ein bisschen höher wäre, aber ist voll okay. Die Defensive ist auch gar nicht so schlecht für einen rechten Mittelfeldspieler, also ein bisschen was kann er defensiv, vor allem Kopfballpräzision sticht er heraus mit 99. Dazu hat er auch noch 93 Sprungkraft, nur auf der Position, wo man den spielt, sage ich jetzt einmal. Man spielt wahrscheinlich entweder am Flügel oder als offensiven Mittelfeldspieler, also als ZOM oder als linken ZOM oder rechten ZOM, je nachdem, wie man dann in-game tauschen möchte. Ja, so oft wird man wahrscheinlich nicht zu Kopfball mit ihm kommen, aber schauen wir mal. Ausdauer 90 und Stärke 89 und Aggressivität 68. Ja, Aggressivität könnte noch ein bisschen höher sein, aber ansonsten die Werte sehr, sehr, sehr stabil. Also da kann man gar nichts sagen. Und bei den Eigenschaften hat er dann noch den angeschnittenen Schuss und den Außenrissschuss. Also zwei sehr, sehr nice to have Werte, wenn man vors Tor kommt. Also wie gesagt, echt eine sehr, sehr stabile Karte, muss ich sagen. Mit den Werten, wie gesagt, ich habe dann auch schon 27 Spiele gezockt, hauptsächlich am Flügel. Das Team hat sich nur ganz leicht verändert, indem er da jetzt steht. Nach wie vor Hector Bellerin als Link für ihn. Dann haben wir hier Hüllit, wobei wir den wahrscheinlich jetzt mit Pacho mal tauschen so werden. Vorne Benzema, Henderson in der Mitte. Auf der Seite jetzt Felipe Anderson statt Hagi. Wie gesagt, ihr habt eventuell im Hagi-Video den Verweis auf Moreno schon gesehen. Dann haben wir nur noch Robertson hinten, David Luiz, Ferdinand und im Tor Leno. Also wir werden das Ganze auch einmal so spielen in diesem 4-5-1, dass er am Flügel bleibt und dann in der Halbzeit oder so vielleicht einmal wechseln. Da habe ich mir die 4-2-3-1 zurechtgelegt und da spielt er auch auf der rechten Seite. Und eventuell tauschen wir ihn auch einmal auf die linke Seite rüber, aber da wird er auf jeden Fall als rechter ZOM spielen in der Aufstellung. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Game und schauen, wie der gute Junge da performt. So, wir haben einen Gegner gefunden. Ziemlich heftiges Squad. So, da haben wir ihn jetzt mal am Ball. Jetzt zeige ich mal ein bisschen, wie er dribbelt, wenn es der Gegner zulässt. Also ihr seht, der macht da schon ganz feine Klinge. Der Eckball rausgeholt. Jo, und schaut mal, wer da mitgelaufen ist in der Mitte. Ja, Stellungsspiel ist schon nice von ihm. Da kann man echt nichts sagen. Da kann man echt nichts sagen. Da ist er gut mitgekommen in die Mitte. Weil Benzema eben außen am Flügel war, ist er in die Mitte gerückt und das hat er echt gut gemacht. Kann man echt sich nicht beschweren. Ja, da sieht man jetzt wieder.
Er rückt immer wieder sehr in die Mitte ein, ja. Also wir werden ihn auf jeden Fall in der zweiten Hälfte dann als ZOM spielen. Oh. So, wie gesagt, Halbzeit, ja, Fitness geht ganz gut klar, würde ich sagen. Wir wechseln auf das 4-2-3-1, aber ich würde trotzdem vorschlagen, wir spielen den links, weil er hat ja den starken Fuß links und da werden wir den einfach da mal im linken ZOM probieren. Schicken wir ihn mal. Ja, da sieht man schon sein Speed, der ist echt nicht schlecht. Oh, und da hat es eigentlich mit seinem Angriff, dass er da mit dem Speed vorgeprescht ist, den Elfmeter rausgeholt. So, wir schießen auch mit ihm. Schauen wir mal. Einfach lange warten, ja, dass der Gegner verwirrt ist. Und mal kurz in ein Eck schauen. Und dann einfach in die Mitte schlenzen. Hat halt einfach nicht funktioniert, ne? Hat halt einfach nicht funktioniert. Schade. Ja, ein bisschen Spaß muss auch sein, ne? Ja, da geht er wieder mal. Gut, gut, gut. Lass da gut aussteigen. Dragback. Ah, schade, der Pass dann nicht mehr ankommen ist. Boah, schau, 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 schau. Schön, schön, schön. Komm, komm, komm. Schade, ja, da ist er zu sehr abgeblockt dann schon gewesen irgendwie. Aber er setzt sich da immer wieder gut durch. Also die Position, muss ich sagen, die nimmt er echt gut ein da im linken ZOM. Ja, wieder mal ein Abtröpfler-Tor. Man kennt das. Ja, schade, kommt er nie durch. Dieser Long Lay ist halt einfach eine Macht. Und wie einfach das dann geht bei ihm, Littmanen mit dem perfekten Stellungsspiel. Absolut krasse Karte dieser Littmanen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das auch hier in den Infokarten. Krasse Karte. Ja, meine Spieler haben sich jetzt auch entschieden, dass sie gar nicht mehr mit vorgehen wollen. Also alleine kann er dann halt auch nicht wirklich viel machen. So, schauen wir, ob wir mal wieder durchkommen mit ihm. Jetzt geht ihm schon langsam bloß die Power aus, das merke ich jetzt. Oh, das war schade, habe ich ein bisschen vertrippelt in der Mitte. Also jetzt weit mit nach hinten gekommen. Da geht er nochmal rein, komm. Ja, schade. Ja, ich merke jetzt schon, wie ihm gegen Ende des Games echt voll die Puste ausgeht. Also er ist nicht mehr so flott unterwegs wie am Anfang noch. Ja, schauen wir uns die Bewertung von ihm an. Er ist Man of the Match, 8,7er Bewertung bekommt er. Ein Tor hat er geschossen. Er hatte drei Schüsse aufs Tor, die sind alle auch erfolgreich gewesen. 11 von 16 Pässen erfolgreich, 15 von 20 Dribblings erfolgreich. Und einen Zweikampf hat er gewonnen. Fitness hat er minus 5 gemacht, aber so wie Bacio und Hulit. Eigentlich relativ viel, aber ich bin sehr, sehr viel mit ihm gelaufen. Es ist sehr viel über ihn gegangen. Leider haben wir halt den Elfmeter verschossen, aber das war eigentlich nicht seine Schuld, sondern meine, weil ich halt einfach versucht habe, da irgendwie ein bisschen das Ganze witziger zu gestalten. Aber naja, gut, gehen wir noch in ein weiteres Game mit ihm. Das ist scheinbar ein Team, das auf Challenges spielt. Ja, soll uns auch recht sein, schauen wir mal. So, und ich habe jetzt gleich mal am Anfang auf die 4-2-3-1 umgeschalten. Und da spielt er jetzt mal im rechten ZOM. Schauen wir mal, wie er dort performt. Und wenn das nicht so gut läuft oder in der Halbzeit, werden wir dann einfach mal wieder rüber auf die linke Seite packen. Ja, hat er da jetzt gut abgelegt auf Benzema. Aber Van der Sar ist halt eine Macht auch im Tor. Also unglaublich, man kann ihm den Ball nicht abnehmen. Dieser Torspiel ist so eine heftige Maschine, es ist Wahnsinn. Ja, schön da auf der Seite jetzt gegangen. Kommt sie rein. Es ist leider keiner da. Jo, husch dich, Junge. Auch wieder schöner Pass.
Alter, dieser Fandasar. Ja, die funktionieren ja eh auch so gut wie nie. Aber er geht doch immer gut nach auch, also er ist sehr aktiv. Auch da jetzt wieder schön. Auf Hüllit! Ah, ja. Schlechter Schuss. Dieser Fandasar. Ah, ihr seht's, ich mache das Spiel, ich habe so viele Chancen, unglaublich, aber es kommt nichts dabei rum. Ja, war wieder ein guter Pass eigentlich, aber ich darf einfach nicht. Ich darf einfach nicht. Alter, dieser Van der Sar. Naja, wir haben Halbzeit. Wir sehen 10 Schüsse, 8 aufs Tor. Gegner hatte 2 Schüsse, 1 aufs Tor. Und wer führt? Naja. Wir werden ihn jetzt wieder rüberstellen. Da sehen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr von ihm. Im linken ZOM, Anderson geht rüber ins rechte. So, wieder raus auf Moreno. Schauen wir mal. Ja, bin wieder zu weit gelaufen. Entweder ist es Van der Sar oder irgendwer anderer blockt ab. Komm, Junge, komm, komm, komm. Ah, dieser Eder Militao ist halt auch immer da. Ja, im Offsets. Ihr seht jetzt, Moreno ist sehr platt, das sehen wir da jetzt an diesem Insert. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte von seiner Ausdauer hat er da schon verbraucht. Ah, wieder Van der Sar. Schade, schade, schade. Da ist er gut rausgegangen mit Van der Sar. Das war wahrscheinlich unser letzter Angriff. Echt schade. Ja, was soll man dazu sagen? Der Gegner hat zweimal aufs Tor geschossen, hat das Tor gemacht. Ich habe neunmal aufs Tor geschossen, 11-mal insgesamt und ja, ist halt nichts dabei rausgekommen. Schauen wir uns die Bewertung trotzdem an. Gerard Moreno diesmal mit 7,8. Benzema diesmal Man of the Match. Tor hat es keiner gegeben. Ein Schuss nur aufs Tor von ihm. Dafür 26 von 32 erfolgreichen Pässen. 24 von 27 abgeschlossenen Dribblings. Flanke ist einmal misslungen. Und einen Zweikampf hat er gewonnen und wieder minus 5 Fitness. So, wir kommen zum Fazit. Gerard Moreno, ihr habt jetzt ein paar Ausschnitte gesehen. Leider beide Games nicht so toll gewesen, nicht so ausgegangen, wie man das gerne hätte. Aber naja, er ist keine Tormaschine, das kann man schon mal vorwegnehmen. 29 Spiele habe ich mit ihm gemacht. 7 Tore, 9 Vorbereitungen. Aber ihr seht, er ist sehr, sehr aktiv. Er tut da immer sehr viel. Er bereitet sehr viel vor. Vielleicht jetzt nicht direkt die Tore vor, aber er macht da gute Arbeit. Vor allem, ich finde ihn eigentlich im linken ZOM am allerbesten. Ja. Rechtes ZOM geht auch. Am Flügel weiß ich nicht so recht, weil ich finde, er zieht immer wieder sehr gerne in die Mitte rein. Also er hat immer so ein bisschen den Drang, in die Mitte reinzugehen. Ich weiß gar nicht, ob seine Karte immer ein rechtes Mittelfeld ist, aber scheinbar ist er immer rechtes. Seine Base-Karte, die Gold-Karte, die 81er-Karte, da ist er ein Stürmer und danach ist er eigentlich ein rechter Flügel oder rechter Mittelfeld in seinen Inform-Karten. Ja, wie gesagt, für 80.000 Coins ist das eine echt stabile Karte. Ich mag seine Arbeitsraten auch. Hochmittel ist für diese Position auch fürs ZOM, finde ich, sehr, sehr angenehm. Ja, kann man jetzt streiten. Die Skiller werden sagen, er braucht mehr Spezialbewegung.
Die schwache Fußfetischisten werden sagen, oh, der hat ja nur 4 Sterne schwacher Fuß, aber wie gesagt, der ist auch kein Torjäger, also man darf jetzt nicht erwarten, dass man da eine Tormaschine kauft. Und ich würde sagen, um den Preis, wenn man einen Spieler auf der Position einbauen kann, also im rechten Mittelfeld, den man dann vielleicht in-game switchen kann, das müsst ihr euch eben gut anschauen, ob das bei euch der Fall ist, dann würde ich sagen, ist das eine absolut super stabile Karte. Ich mag den urgern, also ich spiele mit ihm gern irgendwie, er macht Spaß zum Spielen und auch für 80.000 Coins, ich meine 80.000 Coins hat man wahrscheinlich bald mal, spielt man 2 Wochen Division Rivals, wenn man überhaupt keine Coins hat, dann kann man sich den leisten, aber ich sag mal im Normalfall zum jetzigen Standpunkt dieses Spiels im Mai oder Ende Mai eigentlich schon, wird jeder die Coins, die 80.000 Coins irgendwie für den aufbringen können irgendwie. Ja, ich würde sagen, holt euch den, testet den gerne mal, ihr werdet damit nicht viel verlieren, weil im schlimmsten Fall sinkt er um ein paar tausend Coins, im besten Fall steigt er noch einmal um ein paar tausend Coins, wenn ihr den zur Weekend League verkauft und unter der Woche kauft. Ich würde sagen, das war's für dieses Video, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich auch über ein Abo freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich sage ciao, ciao.